Angriff! Put, 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 komm zu Papa. Mist, ich brauche wohl einen besseren Plan, um sie einzufangen. Seitenschneider. Nein, die Ecke war mal ein gutes Versteck. Aber mittlerweile schaut Toni da als erstes nach. Du sollst ja auch nur die Zahnbürste zerschneiden. Ja, damit du sie nicht mehr benutzen kannst. Ja. Okay. Waschen wir doch mal das Öl. Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken rausbekommen. Hä? Wer braucht denn sowas? Die Socke ist doch voller Öl. Das Waschmittel soll angeblich auch Ölflecken... Achso, das wissen wir schon. Jetzt haben wir zwei Zettel. Das ist aber schön. Sollen wir vielleicht noch hier irgendwie was zerschneiden? Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweck. Achso, das wissen wir ja schon. Ist doch was für Anfänger. Ja, das wissen wir auch schon alles. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich nutzloses... Warum wollte ich den bloß mitnehmen? Keine Ahnung. Bestimmt brauchst du ihn noch. Ich könnte die Zettel einfach kaputt machen. Genau. Aber irgendwie ist mir das nicht spektakulär genug. Ach, Manjo. Verbrennen wir sie lieber, oder? Nee. Dafür brauchen wir erstmal eine Feuerstelle. Eine weitere Tür. Hinter Tonis Hütte. Nein, ich habe noch nicht zu Ende gepackt. Ach, Manjo. Dann gehen wir jetzt runter. Ja, hier geht es nach unten. Eine Kammer. Hängt das irgendwie miteinander zusammen oder so? Nein. Die Kammer geht nicht mehr auf, seit die Klinke fort ist. Toni war sauer, aber ich brauchte das Ding für die Luke meines Ort-zu-Ort-Transporters. Der Apparat war schon instabil genug, ohne dass da Fliegen reinspazieren konnten. Damit hast du dir nur selbst geschadet. Keine Chance. Die Klinke fehlt und ich bekomme die Finger nicht in die Ritzen. Na super. Und wo ist die Klinke jetzt? Kannst du die nicht wiederholen oder so? Eine nervige Mimo, ist das nicht schön? Du sollst nicht auf der Couch essen. Ständig finde ich Essensreste in den Ritzen. Na und? Ist doch gut. Ja, ist doch gut. Jetzt haben wir unser Proviant gleich. Da sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Aber ohne Behälter sammle ich die jetzt nicht auf. Ohne Behälter? Was haben wir denn so für Behälter? Wir könnten natürlich die ganze Seife benutzen. Damit es leer ist und dann wir da reintun können und so. Aber wir benutzen schon Seife. Handschweißgerät. Einfach so viele Sachen verfeuern, bis es leer ist. Alte Öldose. Das geht doch. Jetzt nur für die Frage, was machen wir mit dem Öl? Ofen. Ach, ich habe unsere Feuerstelle gefunden. Da sind auch noch welche. Da warte ich erstmal, bis ich die reinwerfe. Eine Herdplatte. Kalt. Ich hätte nicht drauf gefasst. Hab schlechte Erfahrungen mit drauffassen gemacht. Ja. Eine Gabel. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel mehr Übung. Ja, eigentlich schon, oder? Ich bin voll seiner Meinung. Schreibt es doch in die Kommentare. Eins muss ich noch sagen. Mir ist immer lieber, dass ihr irgendwas in die Kommentare schreibt. Verbesserungsvorschläge oder was auch immer. Als dass ihr irgendwie Daumen hoch oder abonnieren oder so drückt. Ist schön, wenn ihr es macht, aber im Zweifel lieber Kommentar schreiben. Das bringt mir persönlich mehr. Danke im Voraus. Und noch ein Topf. Mistige Memo. Mach endlich den Abwasch. Der macht sich nicht von alleine. Ich lasse es mal drauf ankommen. Ja, warum nicht? Das mache ich zu Hause auch immer so. Spüle. Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch. Achso, das ist schon. Was für eine Plörre. Was für eine Plörre. Ha! Mann, bin ich gut. Ich kann in die Zukunft schauen. Eine Ziegegier-Memo. Du hast schon wieder mein ganzes Essen verputzt. Stattdessen finde ich ständig irgendwelchen Müll von dir im Kühlschrank. Was ist eigentlich mit dir kaputt?
Ich verstehe die Frage nicht. Du hast sie gerade beantwortet. Ob ich da Proviant für meine Reise finde? Wir wissen doch schon, wo der Proviant für die Reise ist. Da ist natürlich eine Socke drin und kein Proviant. War ja klar. Wie ist die da bloß hingekommen? Ich weiß es nicht. Okay, dann machen wir es gleich mal wieder zu. Ein Mantel. Diese Mäntel sind super. Unglaublich, wie viel Zeug in die Taschen passt. Ich schau mal nach, ob ich was Nützliches in den Taschen finde. Hey, da war tatsächlich was drin. Eine Socke. Noch eine. Jetzt haben wir eine zu viel. Und alle in verschiedenen Farben, ist ja noch schlimmer. Ja, also, ihr könnt jetzt noch ein bisschen überlegen, wie alles geht. Ich weiß es ja schon. Und 3, 2, 1. Und ich werde nun alles auflösen. Okay. Als allererstes werden wir mal das Öl wegkippen. Einfach mal hier in die Spüle rein. Und weg damit. Juhu. Eine leere Dose. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ja, dann, was ich als allererstes mal machen will, die Zettel. Und rein damit. Yes. dann anzünden. Na, na, na. Wuhu. So, den offen. Und wozu haben wir das jetzt gemacht? Genau. Für den Topf. Den da drauf zu tun. Wäre jetzt vielleicht noch ein bisschen unnötig. Tun wir da mal Wasser rein in den Topf. Vielleicht bringt es ja ein bisschen was. Auch wenn es Plörre ist. Juhu. Den Topf stellen wir jetzt gerne einfach mal auf den Herd. Und wow, ging das schnell. Es kocht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, was machen wir da, was machen wir da? Wir hauen einfach mal eine Socke nach der anderen rein. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Genau. Aber da fehlt noch was. Waschdingensmittel. Du meinst Waschmittel? Ja, natürlich, das haben wir ja auch hier, da. Einfach mal reinkippen. Mitsamt Flasche wahrscheinlich. Ja, diese Flasche ist auch weg. Sehr produktiv. Jetzt aber rein. Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Das sagtest du bereits. Was passiert eigentlich, wenn man eine blaue Socke mit einer gelben Socke mischt? Probieren wir es doch einfach mal aus. Und jetzt das Ultimative. Wir tun noch eine grüne Socke dazu. So. Jetzt wieder rausholen. Mit der Hand. Autsch! Verdammt. Das ist ja heiß. Ach so, das ist heiß. Na dann, mit dem Pömpel rausziehen. Da gibt es leider nichts zu pömpeln. Schade. Würde ich doch so gerne pömpeln. Ja, du kannst doch pömpeln. Die Socken kannst rauspömpeln. Vielleicht mit einem Seitenschneider rausziehen. So ein Seitenschneider ist doch eigentlich ein ziemlich... Nee, finde ich nicht. Das hätte jetzt sehr viel genutzt gerade. Ja, man eben mit der Gabel. Ja, damit funktioniert's. Holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Wahrscheinlich hätte das hier jeder gedacht. Fall von subtraktiver Farbmischung. Sind die jetzt grün? Naja. So, was haben wir denn jetzt schon alles? Wir haben den Proviant noch nicht. Wir haben die Socken. Die Zahnbürste haben wir auch noch nie, aber den Seitenschneider haben wir schon. Okay. Dann... holen wir uns doch einfach mal ein Proviant aus der... aus dem Sind scheinbar noch ein paar Wasabi-Nüsse in den Ritzen. Wasabi-Nüsse? Ich schätze, die sind noch gut als Reiseproviant. Ja, bestimmt. Dann würde ich sagen, bevor wir uns die Zahnbürste holen, bringen wir alles schon mal in den Koffer rein. Zum Lagern und